In der Abendschule kann man, falls nötig, etwas Neues lernen, falls man sich umentschieden hat oder sich einfach nur für was Neues interessiert. Wir haben uns gefragt, wozu braucht der Kfz-Meister zum Beispiel die Photosynthese? Das ist unnützes Wissen, das wir haben. Wenn Sie sich einmal vorstellen, was Sie alles in der Schulzeit schon gelernt haben, was Sie wieder vergessen haben, das ist unendlich viel Zeit, die einfach von Ihrem Leben sinnlos abgegangen sind. Das wollen wir vermeiden. Vermeintlich wichtige Dinge, wie die Aufklärung in der Schule, sind total nutzlos, wenn sie nur in der Schule beigebracht werden. Dies möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen von der Anti-AIDS-Kampagne in Afrika. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber am Anfang der Anti-AIDS-Kampagne in Afrika gab es ein großes Problem. Der Mann stand vorne und hat gezeigt, wie ein Kondom funktioniert und stand so: Jetzt, meine Damen und Herren, sind Sie geschützt. Sind Sie geschützt vor AIDS und kriegen keine Kinder mehr. Der Afrikaner ist daraufhin nach Hause zu seiner Frau gegangen und meinte: So, Schatz, ich weiß, wie wir geschützt sind, stand vor ihr, so, los geht's, jetzt sind wir geschützt. An diesem Beispiel. An diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, dass vermeintlich wichtige Dinge wie Aufklärung nicht von der Schule beigebracht wird, sondern von der Gesellschaft. Die Gesellschaft zeigt, wie so etwas funktioniert. Der Biologieunterricht, der Aufklärungsunterricht heutzutage sieht wie folgt aus. Der Lehrer steht vorne, zeigt an einer Banane, wie das Kondom funktioniert, und die Schüler kennen mehr Pornoseiten, als der Lehrer überhaupt Seiten im Internet kennt. Außerdem kennen die Schüler Stellungen, von denen der Lehrer nicht einmal gehört hat. Sie bemerken aber schon den Clou an der Sache. Für unser System braucht man engagierte Lehrer. Ja, das ist durchaus ein Problem. Wir brauchen Lehrer, die wegen den Gründen Lehrer werden wie: Ich arbeite gern mit Schülern, ich habe Spaß daran, mein Wissen weiter zu vermitteln. Und nicht wie jetzt der Beamtenstatus, besser bekannt als Narrenfreiheit, dass sie viel Freizeit haben, wie Ferien, wenig Arbeitsstunden. Und dass sie ein Jahr lang nur was tun müssen und dann 30 Jahre lang wiederholen. Außerdem können sie ihre sadistische Ader ausleben, indem sie Schüler demütigen und an die Tafel holen, mündliche Noten einfach willkürlich erwürfeln oder Arbeiten schreiben, die eine 80%ige Durchfallquote haben. Man kann ihnen vorwerfen, denn wir erinnern uns Narrenfreiheit. Thomas, hier stand ja eine Zwischenfrage von Abgeordneten Steinhaus. Selbstverständlich. Ja, Sie haben jetzt. Wir müssen Sie auf, Herr Steinhaus. Oh. Also, wie ich an Ihrer Rede feststellen konnte, ist, dass Sie so ein bisschen Ihren Frust abgelassen haben. Was mir nicht ganz klar ist, was das mit dem Thema zu tun hat. Zum Beispiel, wenn wir mal auf PISA gehen, und Sie haben das ja an dieser Stelle zitiert. Stellen Sie eine Frage. Und PISA zeigt in keinster Weise, dass die freie Fächerwahl zu einem besseren Ergebnis führt, denn keines dieser Länder hat freie Fächerwahl, sprich PISA hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Also sagen Sie mir doch mal an dieser Stelle, was haben denn jetzt die freie Fächerwahl mit Ihrem Exkurs hier zu tun? PISA hatte nur ein kleines Ausgangsproblem. PISA nur einmal zeigen, wie die Situation momentan in Deutschland ist und dass das Schulsystem so wie es ist, falsch ist. Ich habe nicht gesagt, dass es besser ist mit unserem System in PISA, das werden wir dann in Zukunft sehen. Aber so wie es ist, muss es radikal verändert werden und deswegen fordern wir halt freie Fächerwahl für freie Schüler. Und damit bin ich auch beim Kern des Problems an unserem heutigen System, Lehrer. Lehrer sind Theoretiker. Lehrer sind keine Theoretiker. Lehrer sind reine Theoretiker. Sie haben keine Ahnung von praktischem, haben keinen praktischen Bezug. Die Lehrer stehen vor einem praktischen Problem wie der Eunuche vor der Frau. Ja. Was er theoretisch tun muss, aber dieses Wissen alleine nützt in dem Moment auch nichts. Ja, die Lehrer sind die Eunuchen ihres Fachgebiets. Die Tafel hat sie kastriert. Und diese Menschen haben
haben die Macht über uns zu entscheiden, was und wie wir lernen sollen. Sie haben sogar die Macht darüber zu entscheiden, wie gut wir in diesen Fächern sind. Und was das Schlimmste ist, sie entscheiden maßgeblich, was uns Spaß macht. Sie können, wenn man den schlechtesten Chemielehrer oder den schlimmsten Chemielehrer überhaupt hatte, dann wird man später nichts mit Chemie machen, weil man mit diesem Fach einfach nur Schlechtes verbindet. Ja, damit entscheiden die Lehrer, was wir später praktisch für einen Beruf machen. Das ist total falsch. Das ist so, als wenn der Eunuche die Pornopreise vergeben würde. Deswegen. Und das ist falsch. Die Macht liegt bei den falschen Menschen. Wir wollen die Macht wieder denen bringen, die sie haben sollten, nämlich den Schülern. Deswegen sind wir von der Regierung für ein besseres Bildungssystem, für eine bessere Zukunft, ja sogar für ein besseres Deutschland. Deswegen fordern wir freie Fächerwahl für freie Schüler. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Präsident Huber. Ich bin jetzt Abgeordneten Heinrich nach vorne. Ja, guten Morgen, Herr Präsident, das Präsidium. Guten Morgen, hohes Haus, vor allem liebe Kollegen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, hier heute zu sprechen, denn es geht um unser aller Zukunft, das möchte ich hier sagen. Ein ehemaliger Minister dieses schönen Landes hat einmal gesagt, die Renten sind sicher. Ich will, dass dieser Satz weiterhin Bestand hat und vor allen Dingen möchte ich, dass sich auch zukünftige Generationen daran erinnern. Und da habe ich meine Zweifel, wenn Sie Ihre Konzepte umsetzen. Deswegen bin ich heute hier, um gegen Ihr unsinniges Projekt zu kämpfen. Ja? YouTube, Facebook und vor allen Dingen YouPorn sind kein Ersatz für guten Schulunterricht. Das meine ich. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen und das muss vor allen Dingen auch so bleiben. Ja? Wir werden es nicht zulassen, dass Sie unser hochwohlgeschätztes Schulsystem so in den Dreck ziehen. Ja? Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort und auch das muss mein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wohin freie Fächerwahl für freie Schüler führt. Ja? Werfen wir einen kurzen Blick an unsere beruflichen Schulen. Ja? Ich weiß das aus zuverlässiger Quelle. Dort sitzen jedes Jahr tausende Schüler, die hatten ein einziges Mal in ihrem Leben die freie Wahl, was sie machen wollen. Ja? Haben sich für einen Beruf entschieden. Und was ist das Ende vom Lied? Ja? Sie müssen die FOS und die BOS suchen. Und weil sie mit dieser einen einzigen freien Entscheidung, die sie treffen konnten, völlig überfordert waren. Ich sage nein zu diesem Konzept. Wir dürfen das nicht zulassen. Ja? Unsere Schüler, und das ist das Problem, sind einfach nicht reif genug, um diese Entscheidung zu treffen. Ja? Nicht mit 6 Jahren, nicht mit 10 Jahren, nicht mit 16 Jahren und noch gar nicht mit 20 Jahren oder später. Ja? Schauen Sie sich einmal die Universitäten an. Ja, die Elite unseres Landes, was wurde da gemacht an den Universitäten in den letzten Jahren? Es wurden verbindliche Curricula für alle Fächer eingeführt. Ja? Nichts Wahlfreiheit. Die Professoren geben vor, was jeder einzelne Student zu leisten hat. Und was er zu wählen hat, ist ein ganz straffer Plan mit wenig Freiheit. Ja? Es gibt einen Grund dafür. Ich sage es nochmal. Den jungen Leuten fehlt es schlichtweg an Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft. YouPorn ist keine Alternative zu vernünftigem Schulunterricht. Ein angeblicher Bildungsexperte hat vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht, Alles, was man wissen muss. In diesem Buch spielten Naturwissenschaften überhaupt keine Rolle. Das passiert, wenn man Leuten zu Bildungsexperten erklärt, die englische Literatur und Kultur studiert haben. Ja? Deswegen brauchen wir die lenkende Hand einer breit aufgestellten, parlamentarisch gestützten Kommission, die festlegt, was unsere Schüler zu lernen haben.
Und das geht nicht mit Wahlfreiheit. Langweilig. Lassen Sie mich kurz Zeit. Ich hoffe, ich überfordere Sie damit. Ich möchte kurz den Herrn Goethe zitieren. Ich hoffe, Sie haben das in Ihrer Schullaufbahn gemacht. Niemand ist mehr Sklave als der, der sich für frei hält, es aber nicht ist. Ja? Verstehe ich nicht. Unsere Schüler müssen viel zu viel lernen, um sich den wachsenden Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen. Wir können ihnen diese Wahlfreiheit nicht lassen. Ja? Die Alternative hieße Hartz IV. Und das können Sie nicht wollen und das wollen wir schon gar nicht. Deswegen ist die Ablehnung Ihres Vorschlags alternativlos, wie so schön. Und mehr habe ich noch nicht zu sagen. Ja. Stimme der Vernunft sein. Hier wurde eben so viel Luft produziert, man könnte mal gerade den Mars bevölkern. Meiner Auffassung nach sollte die Schule heranwachsenden Generationen Grundlagen vermitteln für das spätere Leben. Nach dem 7. Schuljahr sollten die Grundlagen für eine grobe Orientierung meiner Meinung nach reichen. Die Regierung versucht ja sowieso durch Schaffung des Profil-Abis sogenannte Fachmänner für spätere Berufseinsteiger und Forscher etc. zu schaffen. Deshalb, meiner Meinung nach, eine grobe Richtlinie sollte nach 7 Jahren erreicht sein und wieso sollte man sie danach nicht fördern? Jeder weiß, unser deutsches Schulsystem ist international, hat sich nicht gerade bewährt. Die PISA-Studie zeigt es, wir liegen meist immer im unteren Drittel, es muss etwas getan werden. Das appelliert doch gerade dazu, an den gesunden Menschenverstand etwas zu verändern. Die jetzige Situation lässt ein bestehendes heutigen Schulsystem gar nicht mehr zu. Wir dominieren zwar im Export durch unser Fachwissen im Bereich Technik, Ingenieurwesen, aber das kommt ja nicht durch unser Allgemeinwissen. Wir haben ausgebildete Spezialisten, sogenannte Fachspezialisten, und das ist der Vorschlag, den wir haben. Wir wollen Fachspezialisten, die sich in ihrem Interessengebiet weiter vertiefen können. Und warum ermöglichen wir in der Zukunft, denn wir Schüler sind die Zukunft, nicht eine Generation, die einen genaueren Einblick in ihre Interessen, in ihr Interessengebiet, warum ermöglichen wir ihnen nicht in ihren Interessen mehr zu forschen und mehr sich darauf zu spezialisieren? Zwischenfrage von Abgeordneten Heinrich. Ja, ne. Herr Langer, eine Frage habe ich an Sie. Mit 13 Jahren wollen Sie den Schülern die Wahlfreiheit geben. Erinnern Sie sich noch daran, was Sie sich mit 13 Jahren zu Weihnachten gewünscht haben? Ich meine, dass 7 Jahre Grundbildung ausreichen für eine Qualifizierung der Schüler. Und das ist die Ansicht der Regierung und die ist meiner Meinung nach sinnvoll. Sie selbst sind Lehrer und sie werden auch nicht leugnen können, dass viele Schüler in ihrem Unterricht sitzen und mit ihrem Unterricht stark unzufrieden sind. Denn es ist nicht jedermanns Vorstellung, von guter Schule ein motiviertes Schüler- und Lehrerteam zu haben. Und ein motiviertes Lehrer- und Schülerteam, das basiert doch auf einem gemeinsamen Interesse. Ich meine, nicht jeder hat Lust auf Mathematik, nicht jeder hat Lust auf Deutsch. Und deshalb ist die freie Fächerwahl für mich sinnvoll. Sehr geehrte Opposition, glauben Sie mir, durch eine freie Fächerwahl wird die Durchfallquote auch gegen Null gehen, weil die Interessen sind die gleichen. Religion-Durchfall, das befürchten wir auch. Das bedeutet natürlich auch Geldeinsparung, weil es gibt kaum noch Wiederholer, weil es ist so, dass die viele Interessen, die werden ja geteilt. So, ist es denn nicht zukunftswünschender und es ist nicht wünschenswert und zukunftsweisender, ein motiviertes Team
das gemeinsam in einem guten Klassenklima arbeitet und Problematiken versucht zu lösen. Die Voraussetzungen sind bei unserem Konzept dafür gegeben, meiner Meinung nach. Oder möchte mir einer der Herren sagen, dass sie voller Enthusiasmus Stilmittel von Shakespeare im Englischunterricht auseinandergenommen haben? Oder vollen Eifers den Unterschied zwischen Cis-Moll und Cis-Dur raushören wollten? Ich denke nicht. Es tut mir leid, aber mein Fall wäre es nicht gewesen, diesen Englischunterricht oder Musikunterricht oder Philosophieunterricht zu vertiefen, und deshalb ist eine freie Fächerwahl deshalb vonnöten. Ja. Meiner Meinung nach bedarf dieses Schulsystem einer gründlichen Überholung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herrn Steinhauer. Ehrenwertes Haus, ich spreche jetzt für Sie und würde sich Sie alle als erstes Mal beten, sich zu erheben. Stehen Sie mal auf. Alle aufstehen. Los! Die Füße kennt schon. Unser Thema am heutigen Tage ist freie Fächer für freie Schüler. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal ganz konkret. Sie haben einen kurzen Augenblick Zeit, eine Minute. Sie sollen jetzt an dieser Stelle, in diesem Moment, freie Fächer wählen. In Ihrem Kopf. Eine Minute Zeit. Steinhauser, das ist von Ihrer Zeit. Kein Problem, ich habe nicht so viel. Und jetzt, haben Sie es? Ja. Schnell zu Ende, ne? Jetzt möchte ich mal diejenigen bitten, sich alle hinzusetzen, die weniger als 5 Fächer gewählt haben. Oh ja. Oh ja. Als nächstes möchte ich diejenigen bitten, sich hinzusetzen, die weniger als 8 Fächer gewählt haben. Und dessen berauben Sie sich an dieser Stelle. Sie berauben sich, Herr Schüler! Sie berauben sich! Warum machen Sie das? Ja? Denn jede freie Wahl führt dazu, dass Sie gar nicht wissen, was Sie überhaupt nehmen sollen an dieser Stelle. Sie entscheiden sich für 3 Fächer. Ja? Und es gibt viel mehr. Und das ist im Leben wichtig. Es ist im Leben eines wichtig. Und dafür sollten wir sorgen, dass wir viel sehen im Leben. Viel erfahren. Mit dem Ziel, innerlich, vielfältig, individuell zu wachsen. Ja? Werden wir dort dann nicht sehen. Und das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Mir ist klar, dass nicht jeder in jedem Fach ein Riesenerlebnis, wie Aristoteles vielleicht sagen würde, die Katharsis, die Erleuchtung erlebt. Aber es ist einfach nur... Ja, das kennen Sie. Einen breiten Nährboden Ihnen zu bieten, einen breiten Nährboden. Und damit spreche ich an, zum Beispiel mal in Deutsch drinne zu sitzen und dann wirklich einen guten Lehrer zu haben, der Ihnen vielleicht Faust oder Goethe näher bringt, so dass selber in Ihnen was wächst, um vielleicht ein Studium zu machen im Bereich der Germanistik. Oder dass Sie einen Physiklehrer, so wie ich, hatten, ja, der einen wirklich
die Philosophie der Physik erklärt. Denn derjenige wusste, dass Physik aus der Philosophie entstanden ist, in den naturwissenschaftlichen Bereich gewandert ist und heute, Sie wollen Aktualität, wieder in der Philosophie verschwunden ist. Ja, das hat er mir beigebracht. Einsteins Worten. Es ist schön, dass wir noch in einem Jahrhundert leben, in dem wir zahlreiche neue Erfahrungen sammeln können, neue Sachen erfinden können. Und Sie beschränken sich auf 3 Blätter an Ihrer Blume. Ja? Da wollen wir mal die Hand sehen hier. Wer von Ihnen hat begeistert Kunstunterricht gemacht? Begeistert. Ja, weit unter 50%, weit unter 20%. Ich hatte auch einen schlechten Kunstunterricht, aber ich hatte eine Freundin. Ja. Die Kunst studiert hat und die mir so viel über die Kunst gezeigt hat, dass selbst ich als Techniker, als Elektrotechniker, das sind diese ganzen Nerds, Interesse an Kunst gefunden habe. Sie hat in mir, umgekehrt sozusagen, einen Samen gepflanzt. Ja? Der zu einer schönen Blume gereift. Mehr oder weniger. Ja, und als nächstes möchte ich wirklich bei der freien Fächerwahl, wir sehen es im Alltag, gehen Sie mal an eine technische Schule, dort sitzen überwiegend junge, dynamische Männer, gehen Sie mal in einen kaufmännischen Bereich, dort sitzen meistens im Überfluss oder nee, größtenfalls viele junge Damen und das Schöne ist doch insgesamt in, ja, ne, da wollen Sie hin. Ja, aber das Schöne ist doch, bevor Sie diesen Entschluss des Berufes gefasst haben, wirklich viel gesehen zu haben, um sich zu entscheiden. Denn ganz ehrlich, die wenigsten wissen, zum Beispiel in der 4. Klasse, dass sie Kfz-Mechaniker werden wollen. Die wenigsten wissen an dieser Stelle, dass sie vielleicht gar nicht so viel Deutschunterricht brauchen, wie sie genießen werden. Aber es kann sich ändern. Jedes Jahr kann es sich ändern. Jedes Jahr haben sie neue Lehrer. Und da sind immer Lehrer dabei, die Ihnen wirklich die Reinheit der eigenen Disziplin, die Sie selber studiert haben, erzählen wollen und Sie für die Sache begeistern wollen. Wir haben Sie hier, auch hier im Hause. Bloß jeder hat Ihren Platz. Schlusssatz. Ich möchte Sie... Ich habe Ihnen den Vorstand nicht den Mund. Entschuldigung, kommen Sie langsam zum Schluss. Ja. Ich möchte Sie bitten, sich wirklich auf die Suche zu machen. Nicht vorher alles abzuwehren, sondern auf die Suche zu machen, viel Erfahrung zu machen, viel zu sehen und nicht nur auf den Internetseiten, die uns hier die Kollegen präsentiert haben. Ja. Rede, trotzdem erhalten Sie eine erste Vermahnung für das Verbieten des Smolles des Vorstands. Schande! Mit der Landeshauptrecht! Als nächstes bitte ich dann Herrn Engelin nach vorne. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Regierung, sehr geehrte Opposition. Als allererstes seien Sie beruhigt, bei mir dürfen Sie gerne sitzen bleiben. Was war das eigentlich für ein schwachsinniges Beispiel eben gerade? Eine Minute, kein Mensch spricht davon, dass wir uns in einer Minute für ein Fach entscheiden sollen. Diese Zeit beschränkt sich immer noch auf 7 Jahre und nicht auf 1 Minute. Weiß nicht, haben Sie sich schon mal im Blumengeschäft eine Rose gekauft?
Wer interessiert sich denn für die vernappten Blätter? Die Blüte ist doch das Entscheidende und die Blätter werden abgeschnitten, damit sie schön in der Vase aussieht. ebenfalls Heinrich, kein Mensch hat davon geredet, dass unsere Bildung durchs Internet erfolgen soll. Es soll ja weiterhin eine Schulbildung geben. Nur in den Fächern, in denen sich diese Person vielleicht spezialisieren möchte und dass er vielleicht das, was er nicht lernen möchte, auch nicht lernen muss. So, so viel dazu. Um den Ganzen nochmal ein bisschen Ausdruck zu verleihen, nehmen wir mal als Beispiel den Fußball. Wenn ich ein kleiner, schneller, flinker Spieler bin, dann spiele ich doch nicht in der Innenverteidigung, sondern ich gehe auf die Außenposition. Hört er. Und andersrum, meine Damen und Herren, was spricht denn eigentlich für die Schwarmintelligenz? Schwarmintelligenz bedeutet, wir haben viele Fachleute auf ihren Fachgebieten. Was wir heute haben, ist gesundes Halbwissen. Alle wissen viel, aber keiner weiß alles. Hört er. Herr Engel, ich habe eine Zwischenfrage. Herr Engelin, ich möchte kurz Ihr Beispiel des Fußballs aufgreifen und ich bin Ihnen geradezu dankbar, dass Sie ausgerechnet die Fußballspieler hier ins Feld führen. Ja. Wie viele Fußballspieler kennen Sie, die noch nicht mal selbstständig in der Lage sind zu entscheiden, für welchen Verein Sie als nächstes spielen wollen, weil Sie dazu einen Berater brauchen, der Ihnen 20% Ihres Gehaltes abnimmt? Wie viele, Fußballer kennen Sie, denen das so geht? Kein Mensch hat hier von der Vereinswahl gesprochen. Der Spieler spielt dafür in dem Verein, für den er am besten geeignet ist. Und wenn er da einen Berater braucht, dann ist das halt so. Ich rede hier aber von der Position, auf der er spielt, für die Position, für die er qualitativ mit seinen Fähigkeiten geeignet ist. Andersrum nehmen wir doch nochmal das Beispiel. Was wäre, wenn in diesen Reihen, hier vielleicht oder an einer anderen Schule, der nächste Albert Einstein sitzt? Dieser darf aber nicht an die Elite-Universität nach Aachen, weil er in Deutsch eine 5 hat, weil er Legastheniker ist und damit sein NC versaut ist. Ich möchte auch nochmal aufgreifen, Deutschland ist ein Land, wir besitzen keinerlei Bodenschätze. Wir haben keine Mineralöle, wir haben keinerlei Eisenerze oder sonst irgendwelche wertvollen Güter. Was war unser Leben lang unser wertvollstes Gut? Unsere Bildung. Richtig, das Bildungssystem, so wie es war, war ja auch gut. Aber von wann ist denn dieses Bildungssystem, meine Damen und Herren? Dieses Bildungssystem wurde in der Nachkriegszeit gegründet und ist mittlerweile über 60 Jahre alt. Und die Entwicklung... Und unsere Gesellschaft hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich meine, keiner sitzt zu Hause noch mit der Schreibmaschine. Jeder hat zu Hause heute einen PC. Und so muss das mit der Bildung noch genauso sein. Wir müssen eine neue Bildung haben für unsere neue Gesellschaft, die sich entwickelt hat. Herr Engelin, ich stand gerade eine Zwischenfrage. Nein, mehr Fragen gibt es nicht mehr. Unser Bildungssystem ist übrigens nicht von nach dem Krieg. Aus dem Kaiserreich. Ja, wesentlich älter. Das stützt ja meine These noch umso mehr, Heinrich. Ja, und meine auch, das ist nicht richtig. Ja, in diesem Sinne appelliere ich an Ihre Vernunft, meine Damen und Herren. Wir haben ein veraltetes Bildungssystem, wie Heinrich ja nochmal betont, es stammt ja noch aus dem Kaiserreich. Wir brauchen ein neues Bildungssystem. Wir müssen in PISA wieder oben dabei sein. Wir sind das Ingenieursland, wir sind das deutsche Land und wir müssen wieder nach vorne kommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Eggedies. Als nächstes bin ich wieder die Opposition mit Herrn Mayer nach vorne. Also ich habe Bauchschmerzen, ich habe wirklich Bauchschmerzen bei dem, was hier von sich Luftschlösser, Traumschlösser werden hier aufgebaut. Wir fangen alle, wir wollen wählen, was wir wollen. Ja? Das geht doch nicht, das hat doch mit der beruflichen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit nichts zu tun. Ja? Wir als Schule haben ja auch die Aufgabe, sie auf die Beruflichkeit, auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft vorzubereiten.
Und wenn Sie hier wählen, was Sie wollen, dann haben Sie vielleicht, was Sie immer fordern hier, eine hochqualifizierte Spezialisierung. Aber was denn im Namen tanzen oder? Wir brauchen eine breite Grundbildung. Und diese breite Grundbildung, die hört nicht so, wie Sie es fordern, hier nach der 7. Klasse auf oder nach der Grundschule oder was da kam als Beispiel. Ja, der Schüler an sich ist ja ein Spätentscheider. Er entscheidet dann nach der Schule, ja, ich gehe jetzt noch mal ein Jahr nach Australien auf eine Bananenplantage und kommt dann wieder und überlegt, jetzt möchte ich doch einen Ingenieurstudiengang machen, hat aber dann Mathe das letzte Mal in der 4. Klasse gehabt. Er kann ja noch mal 10 Jahre zur Schule gehen, dann bis er das wieder eingeholt hat. Um noch einmal auf Ihr Beispiel mit dem Namentanzen zurückzukommen, also das wird ja von der Waldorfschule vorgegeben, dass man das lernen muss. Erachten Sie das als sinnvoll? Ist es nicht irgendwie besser, wenn man sowas sich frei aufregt? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja. Natürlich müssen Sie sich sowas aussuchen. Aber das wird ja schon viel früher gemacht. Das wird ja schon voraus entschieden, zu welcher Schulform die gehen. Ja? Und nicht bezüglich der Waldorfschule. Also das kann ja hier dicht zählen. So, jetzt muss ich einmal noch nachhaken. Ich bin jetzt bei dem Beispiel mit dem Australien. Ne? Wir haben jetzt schon, wir haben nochmal auf die Wahlmöglichkeit zu kommen, wir haben jetzt schon 50% aller Schüler eines Jahrgangs in einer Warteschleife, in Warteschulform. Und das liegt auch an der freien Wahlmöglichkeit, nämlich dass der Schüler zu dem Zeitpunkt sich nicht entscheiden kann, was er denn eigentlich mit seinem Leben anfangen möchte. So, und jetzt möchte ich nochmal die ganze Blickrichtung auf die Schule richten, weil wir sind ja die, die hier dann die Struktur auch oder ihre Wünsche dann anscheinend umsetzen müssen. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, jeder Schüler wählt seine Fächerkombination. Ja, dann wählen wahrscheinlich noch 3 Personen Mathe in einem Jahrgang, aber dafür 750 wollen surfen oder derartiges. Das heißt, was macht die Schulleitung? Sie muss alle Mathelehrer entlassen, bis auf den einen, der mit 3 Schülern dann noch sitzen darf, und stellt nun 36 Surflehrer ein. So, der nächste Durchgang. Der nächste Jahrgang, der kommt, der will aber nicht surfen, da wollen alle Spanisch lernen und Töpfer. Dann geht das Spiel dann von vorne los. Wir können wieder die Surflehrer nach Hause schicken oder noch die Lehrer dazu einstellen. Also, so kann es wirklich nicht gehen. Wir leben in einer output-orientierten Gesellschaft. Und da kann es nicht beliebig sein, was unterm Strich dabei rauskommt. Also das, was Sie hier machen, das ist eine Milchmädchenrechnung, das geht so nicht auf. Und bevor ich noch weiter große Bauchschmerzen hier bekomme, sage ich nur eins, ich kann das nur, oder wir können das nur vehement ablehnen, was Sie hier mit unserem schönen Schulsystem vorhaben. Das steht da drunter. Ich finde nur angehört, ja, du kannst für den Vorstand auch ein Glas haben. Ist Kaffeepause? Ja, ist jetzt hier auch keine Ahnung. Geht das eigentlich von Herrn Sonnenbergs Redezeit an? Ja, natürlich. Natürlich auch die Zuschauer hier im Saal und, wie ich sehe, an den TV-Geräten. Ich bin der Ruhe, es geht alles von meiner Redezeit ab.
Ich bin noch sehr verwundert, wie vehement Sie sich gegen dieses neue Gesetz wehren. Wir wollen lediglich ein besseres Schulsystem. Wir wollen nicht gleich die ganze deutsche Sprache abschaffen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstanden haben. Sie haben, um jetzt Herrn Heinrich, um auf Herrn Heinrich zurückzukommen, Sie haben verschiedene Experten genannt. Abgesehen davon, dass Sie nicht mal einen Namen für diese Experten hatten, weder Quellen angegeben haben, was sowieso schon völlig niveaulos ist. Gut gebrüllt, Löwe. Ich frage mich ehrlich gesagt, aus welchem Revolver nutzt Sie das eigentlich an, diese Information? Das ist völlig absurd und an den Haaren herbeigezogen. Um nochmal auf Herrn. Ich stelle Sie noch eine Zwischenfrage von Gordon Heinrich. Darf ich das an den Schluss stellen? Wird Sie das stören? Nein, das ist ein Heinrich. Ich will Sie ja nicht dumm sterben lassen, deswegen erlauben Sie mir kurz, dass ich. Wollen Sie mir wirklich zum Vorwurf machen, dass ich Ihnen Herrn Schwanitz nicht genannt habe? Herrn Goethe dürfte Ihnen wohl bekannt sein. Oder? Herrn Schwan oder wie auch immer Schwanitz, heißt. Schwanitz nehme ich Ihnen jetzt übel, ja. um auf Herrn Mayer zurückzukommen, Sie sagten, dass 50% momentan in Warteschleifen verweilen. Ja, woran liegt denn das? Das liegt an unserem aktuellen System und nicht, dass die Schüler die freie Wahl haben. Wenn sie es haben würden, dann wäre es vielleicht nicht so. Aber. Sagten, dass vielleicht 50% eines Jahrgangs töpfern wollen. Dann ist das so. Schüler sind nicht für das Schulsystem da, sondern das Schulsystem für die Schüler. Oder den Anschein, als wenn sie sich gegen. Oh, was ist hier? Ich stelle dir eine Zwischenfrage von Herrn Reinfeldt. Ja. Herr Sonnenberg, ich muss Sie anzweifeln. Es geht nicht darum, dass Sie die Opposition wiederholen, sondern wir möchten mal etwas Gehalt von Ihnen hören zum Thema des heutigen Tages. Das war keine Frage. Ja, Axel, ne? Wer steht jetzt? Wenn nicht, dürfen Sie. Wer steht jetzt so? Sie scheuen sich gegen neue Gesetze wie der Teufel das Weihwasser. Das kann nicht sein. Lassen Sie doch die Schüler nach ihrer Fasson glücklich werden. Sie sollen doch. Sie stellen sich gegen das Gesetz, haben nicht mal Argumente. Sie stehen lediglich hier vorne und schreien rum oder brüllen rum. Das ist furchtbar. Wir leben hier in einer Demokratie. Deutschland ist ein freies Land mit freien Bürgern und freien Schülern, die selbst entscheiden sollten, welche Fächer sie belegen möchten und welchen Beruf sie später ergreifen wollen. Wir sind doch hier nicht schließlich in der DDR, wo der Staat bestimmt, welche Rolle sie später zu erfüllen haben. Das wollen sie nicht. Wir fordern das Recht ein, dass freie Schüler die freie Wahl haben. Ich möchte einen Physiker zitieren, ich glaube, der wurde schon genannt, sein Name ist Albert Einstein. Es gibt keine vernünftigere Erziehung, als Vorbild zu sein, wenn es nicht anders geht, ein abschreckendes. Ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es ist jetzt an der Zeit, dass sich etwas ändert. Wir sind lang genug Opfer einer schlechten Schulpolitik geworden. Die Früchte sind doch bereits jetzt abzusehen an der PISA-Studie. Das ist abschreckend. Das war gerade im Zitat drin. Und durch dieses. Ja. Schande! Schande! Deswegen sind wir gezwungen zu handeln. Wagen Sie mit uns den Schritt raus aus der Rückständigkeit. Hin in Richtung Zukunft, hin in Richtung Fortschritt. Haben Sie den Mut, die Schüler selbst entscheiden zu lassen über ihre Zukunft. Lange Rede, kurzer Sinn, seien Sie keine Narren, seien Sie für die freie Fächerwahl.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön für diese Schlussrede. Und nun als letzten Redner der Opposition bitte ich Herrn Reinfeldt. Nicht verstehen. Praxis ist doch wunderbar. Liegt wohl am Schulsystem. Jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe und zur Schule fahre, sehe ich genau die Schäflein wieder, die ich auch am Vortag gesehen habe. Also kann es doch gar nicht so verkehrt sein, dass man bestimmte Fächer vorgibt, ne, zur Gestaltung des Schulsystems. Denn die freie Wahl würde dazu führen, dass man im Chaos versinkt. Man braucht Struktur. Und die Struktur können wir nur vorgeben. Und zwar die Struktur, die es seit Jahrzehnten gibt. Wie soll es denn sonst anders sein? Wir sind doch erfolgreich. Es wird davon gesprochen, dass Deutschland keine Bodenschätze hat oder wie auch immer. Nein, wir haben Know-how. Und deswegen muss man das System so beibehalten, wie es ist, weil es Erfolg mit sich bringt. Gestattet eine Zwischenfrage von Abgeordneten. Selbstverständlich. Sehr geehrter Herr Reinfelder, halten Sie das als Erfolg, dass wir in der PISA-Studie immer unteren Drittel landen? Schande! Schande! Also wenn ich die Mathematik richtig verstehe, dann ist das untere Drittel gar nicht so verkehrt. Das könnte ja auch das untere Viertel sein. Also grundsätzlich glaube ich, dass die PISA-Studie eine Momentaufnahme ist und nicht repräsentatives, vielleicht hat man bewusst schlechte Schüler ausgewählt, die sich dann zur PISA-Studie womöglich gemeldet haben oder die herangezogen worden sind. Und man sollte das nicht dramatisieren und überbewerten. Wir reden ja ganz klar über eine längere Periode des Erfolgs. Und wenn nun punktuell ein Ergebnis der PISA-Studie negativ sein sollte, dann würde man sagen, wenn der Schüler mal eine 5 schreibt und sonst immer nur 2, das war ein Ausrutscher. Und so kann man die PISA-Studie einfach mal hinnehmen. Zum Thema Struktur, der ja zwingend einhergeht mit der Notwendigkeit, dass Fächer fest gewählt werden. Also ich sehe es ja im Unterricht selbst, wenn man den Schülern zu viel freie Hand gibt, dann kommen sie zum Beispiel auch auf die Idee, wenn ich sie darum bitte, mit meinem Lieblingswerkzeug, dem Tacker, eine Klassenarbeit zusammenzuheften, dass sie den Tacker mittig auf das Blatt Papier setzen. Das heißt, man möge bitte zur Kenntnis nehmen, dass wir als Lehrer doch notwendig sind, nicht nur Unterricht zu gestalten, sondern auch ganz allgemein den Schüler, der ja auch gern zu uns kommt, allgemein auf den Weg zu bringen. Und wenn man den Schüler dann überlässt, freie Fächer zu wählen und dann im Hinterkopf hat, dass ein Tacker mittig des Papiers gesetzt wird, dann kann es nicht gut gehen. Dann möge man womöglich in Jahrzehnten nur Töpfe haben oder so, aber deswegen wird man dann nicht auf den Mond fahren können. Selbstverständlich. Sie sagten, die PISA-Studie sei punktuell anzusehen. Glauben Sie, dass 10 Jahre punktuell sind? Ja. Sie machen sich
Ja. Wir reden über ein Schulsystem, was Jahrzehnte Bestand hat. Und wenn ich dann gedanklich einen Punkt nur groß genug male, im Vergleich 10 Jahre zu Jahrzehnten, dann ist das punktuell. Ja. Noch eine Zwischenfrage von Abgeordneten Danger. Nein. Ich sehe es auch als meine Pflicht an, Substanz zu retten. Was meine ich damit? Wenn man sich überlegt, dass Generationen von Schülern auf den Weg gebracht werden müssen, etwas zu verstehen, damit sich zum Beispiel der Herr Pythagoras nicht in seinem Grab umdreht. Das sind Verpflichtungen, die wir haben, die wir umsetzen müssen. Und deshalb bedarf es einer festgelegten Struktur mit begrenzten Freiheitsgraden. Da bin ich durchaus kompromissbereit, aber mit einer substanziellen Struktur. Und deswegen muss es ganz klar so sein, wie es bislang ist. Und es darf nicht zu einer freien Fächerwahl kommen. Im Gegenteil, man müsste das System im Prinzip noch starrer gestalten. Schande! Wir werden dann sehen, dass es besser wird. Denn es muss doch das Ziel sein, dem Mathematiklehrer dann eine Arbeit zu geben, die nicht mittig getackert ist und er den Tacker erst lösen muss, sondern am Rand. Kann man nicht verbessern. Ja, das ist mein Beitrag zu dem Thema Tacker. Sehr schön. Hier gibt es keine freie Fächerwahl. Ja, wir bedanken uns sowohl bei der Regierung als auch bei der Opposition für diese sehr lehrreichen und aufschlussreichen Beiträge. Nun haben Sie, sowohl die Opposition als auch die Regierung, aber auch das Publikum die Möglichkeit, noch mal kurze, zweiminütige Beiträge zu diesem Thema beizutragen, wenn Sie möchten. Gibt es jemanden? Ja. Ich bin ziemlich spontan hier. Ich habe jetzt keine rhetorischen Feinheiten vorbereitet, wie das Tackern von Arbeiten oder Luft auf dem Mars. Aber ich finde es sehr schade, dass hier so effektiv aneinander vorbeigeredet wurde. Es ging keinesfalls darum, Strukturen völlig aufzulösen. Es ging lediglich darum, sich innerhalb der Strukturen freier bewegen zu dürfen. Nehmen Sie sich die Uni als Beispiel. Sie wollen von mir aus Informatiker werden. Ihnen wird gesagt, dafür müssen Sie aber das und das und das können, sonst kommen Sie nicht durch die Prüfung. Und wenn man das so in der Schule gestaltet, über das Alter lässt sich streiten, 7. Klasse, möglicherweise zu früh, man kann es aber Stück für Stück lockern, bis man am Ende der 10. vielleicht eine komplett freie Fächerwahl hat. Aber es wird immer noch gesagt, das musst du können, sonst kriegst du den Job, den du machen willst, nicht gebacken. Das wäre keine völlige freie Fächerwahl, man würde lediglich einen Denkanstoß bekommen, was muss man können, um seinen Beruf zu verwirklichen. Gibt es noch weitere Beiträge? Auch nicht seitens der Opposition der Regierung. Ja, nein. Ich muss Sie noch mal kurz persönlich ansprechen. Wann waren Sie das letzte Mal an einer deutschen Universität? Das war so vor 3 Wochen, ne? Vor 3 Wochen ungefähr. Für Sie?